Willkommen bei Beyond the Seas. Wir treffen sofort Dr. Jean-Louis Etienne, Ehrengast von Ponant, der mit uns über seine Begeisterung für die arktischen Regionen spricht. Die arktischen Regionen waren in unserer Kindheit von hoher Bedeutung. Aber die heutige Organisation mit ihrem bequemen Zugang gibt den Menschen die Möglichkeit, sie vor Ort zu entdecken. Schiffe zu haben mit einem Team an Bord, das einen leitet, das erklärt, das gibt den Menschen Lust zu kommen. Und diese Mundpropaganda bringt sie dann dazu. Ich bin ein Fan der Nordwestpassage, der Meerenge von Lancaster. Das sind Orte, an denen man häufig Tiere bei ihrer Wanderung antrifft. Und natürlich die Säugetiere der Meere. Ich bin die Westküste Grönlands entlang gefahren. Das war meine erste Expedition 1979. Es hat sich seither nicht viel verändert dort. Ich habe Grönland auch mit einem Hundegespann durchquert. Wenn Sie in die Fjorde der Westküste Grönlands einlaufen, dann sind da die Gletscher, die von ihren hohen Gipfeln mit ihren Eiszungen bis ins Meer reichen. Es gibt Eisberge und so einen schönen Eisberg sehen, der sich gerade löst, das kann man Stunden anschauen. Es ist etwa so wie in der Wüste. Wenn man einmal angebissen hat, wenn man sich diese karge Landschaft einverleibt hat, aber sobald man in die Fjorde einläuft, wird man zu einem Teil des Ganzen und man hat Lust, wiederzukommen. Schlussklappe, wir sehen uns bald wieder bei Beyond the Seas.